So, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem. Oh, wow, 4 Sekunden schon husten. Sorry. Scheiße Kälte. Ja, komm zurück, ja. Oh, was machen wir hier gerade? Kurz gucken. Genau. Versuchen Guy zu retten zum Beispiel. Dann gucken, dass hier der Typ keinen Stress macht. Wen erreicht er denn? Wobei, da sofort mal nachgucken, was würde Erk für einen Schaden machen. Eieiei, Erk. Also was bei dir ein bisschen höher sein müsste, ist wohl die Fähigkeit, wa? Jupp. Erk braucht Fähigkeit. Ich weiß, dass ich zufällig auch noch ein Item habe, was die Fähigkeit erhöht. Oder habe ich die im letzten Part benutzt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hector, kommst du hier irgendwie dran? Nein. Lass mal sehen, wie war das nochmal mit dem Schaden hier? 6 Schaden und 9 Schaden. Nee. Doch, beide 6 Schaden. Überlebe ich sogar noch. Die treffen auch beide gar nicht mal so gut. Ich greife ihn einfach mal an. Ja. Ja, das ist gut. So sehe ich das gerne. Den anderen würde ich jetzt eigentlich gerne auch noch umnieten. Geil, Level 7. Damit hier gar niemand auf blöde Ideen kommen kann. Matthew, wie wär's mit dir? Du hast nämlich eine Lanze. Du hast eine Lanze. Dann sollte ich Matthew vielleicht da wegholen. Ja, 8 Schaden. Klingt gut. Und weg. Sehr schön. Wir haben ja jetzt unsere alten Truppen zu großen Teilen wieder. Das bedeutet, jetzt wird alles wieder etwas einfacher. Level 10. Oh, wow. Ja, die ganzen Level habe ich auch schon wieder vergessen. Wenn ich pflege, da reicht eine Heilung. Hoffe ich. Ja. Kurz mal kurz gucken, genau. Ne? Level 6, ja. Also, Elliot und Hector müssen jetzt hier ein bisschen nachholen. Lynn ist momentan vielleicht ein bisschen sehr stark. Warte, Will muss ein bisschen nachziehen vielleicht. Level 6. Ich hätte jetzt gerne alle so Richtung Level 8 vielleicht. Oder im 9. 8, 9. Sane muss dem noch ein bisschen trainieren. Florina ist gut dabei. Serra, ja. Serra hat sowieso fast das Level up. Also wer trainieren muss, ist Guy. Guy braucht noch mindestens ein Level up. Kent braucht auch noch mindestens 1, hätte ich gesagt. Will braucht 2. Und Hector und Elliwood. Das bedeutet, ich ziehe doch jetzt erstmal alle, also alle Einheiten, die jetzt, ich jetzt gerade nicht genannt habe, setze ich doch vielleicht einfach erstmal ein Stückchen zurück. So, mit der Eisenaxt. Kommst du immer noch durch? Kommst du sogar? Hier, Kent. Du brauchst nur ein paar Erfahrungspunkte. Wieso kannst du ihn nicht benutzen? Lanze D? Du bist nur auf Lanze... Ach stimmt, ich habe deine Lanze kaum trainiert. Da war ja was. Ja gut, im Welt ist bei denen, Waffen, so wie die gerade aufgeteilt sind, gefällt mir eigentlich gar nicht mal so gut, aber das werde ich wahrscheinlich sowieso umsortieren, sobald wir mit dieser Mission vorbei sind. Dann werde ich einmal komplett Waffen und Sachen durchsortieren. Will, du brauchst auch ein bisschen Training noch. Sane, du bleibst jetzt erstmal zurück. Ach stimmt, hier unten müsst ihr ja aufräumen. Oh, den habe ich schon wieder ganz übersehen. Warte, da oben war da auch irgendwo einer, oder? Ah ne, die waren weg, genau. Die hat Lowen platt gemacht. Habe ich nicht irgendwie beim letzten Mal noch gesagt, ja, ich werde den Typen da unten garantiert vergessen? Voila, aber wie ist denn das passiert? Dass ich ihn tatsächlich vergessen habe. Kann ich auch so... Oh, den treffe ich nicht. Nicht gut. Schwert, 13 zu 6. Oh! Oh! Leute, 10 Schaden muss ich ihm vorher schon machen, ansonsten kann ich das vergessen. Falls ich treffe... Ich riskiere es mal. Ja. Ja, das ist gut. Ja, doch, so kann ich damit, denke ich, leben. Nochmal auf die Trefferchance gucken. Wie waren das? Waren das zufällig 100? Ja, komm, dann mache ich das. Einer weniger heißt einer weniger. Und ein bisschen Erfahrung darf Sane ja ruhig kriegen, auch wenn ich ihn vermutlich nicht mehr benutze. Lynn, du bist weit genug gelevelt. Ich würde jetzt gerne erstmal diesen Kampf ein bisschen aussetzen lassen. Da oben sind noch genug Truppen und Erk, Level 9. Ja, eigentlich auch nicht so dringend. Ich ziehe Erk beim Einfeld zurück. Genau, das reicht. Jetzt muss er eigentlich Hector angreifen. Also ich gehe zumindest davon...
Shit. Oder Matthew. Da kommst du nicht ran? Da kommst du wirklich nicht ran. Ja, gut. Dann denke ich, lasse ich das jetzt erstmal so stehen. Und guck mal, was passiert. Ja, das war irgendwie zu erwarten. Das sollte ja auch passieren. Der ganze Wald hier ist gerade ein bisschen nervig, weil dadurch treffe ich nicht so gut. Kent, dein Level ist jetzt eigentlich okay. Wenn du noch eins kriegst, ist nicht verkehrt. Also, denke ich mal, darfst du noch ein bisschen weiterkämpfen. Der Lanze muss vielleicht noch ein bisschen trainieren. Ja, das war leider zu erwarten. Und natürlich trifft er auch erstmal. So ein dreckiger Kleiner. Aber gut. Da stehen ja genug Einheiten, die helfen können. Und außerdem ist Sarah hier unten. Ja, die muss Matthew gleich auf jeden Fall heilen. Kent, ich würde sagen, du rückst mal ein bisschen vor und versuchst mit dem Wow. Der Langschwert hat mehr Genauigkeit als das Schwert. Hier 61. Und hier oben war es auch 61? Jo, wie viel sind es hier? Auch 61. Dann versuche ich es mal von hier, dann kann er nämlich nicht zurückschlagen. Oh, du triffst sogar. Sehr schön. Damit habe ich gar nicht mal unbedingt gerechnet. Man weiß ja, wie das mit den Trefferwahrscheinlichkeiten ist. Eisenbogen. Stopp. Der ist zum Beispiel nicht angeschlagen, aber wie schnell ist er? 5. 7. Ich behaupte jetzt eher, er wird nicht schneller sein, also stelle ich mich in den Wald mit dem Eisenbogen und warte. Hier unten ist erstmal gut, das bedeutet, ihr zieht euch wieder zurück. Du, Florina, hältst dich mal bereit, falls ich dich doch noch brauchen sollte. Ich denke, hier kann ich sogar direkt heilen. Dann könnte Matthew... Nee, Guy soll ihn platt machen. Level up für Sarah, das ist sehr schön. Damit rücken wir sogar ihrem Stufenaufstieg immer näher, auch wenn ich... Also ab 10 geht das ja. Ich denke trotzdem, dass ich alle Einheiten erst auf Level 20 entwickeln werde, allein damit die Werte einfach besser sind. Ja, mach das mal, Guy. Du hast das Training leider nötig. Warum leider? Weil es natürlich besser wäre, wenn er einfach schon stark genug wäre. Aber ein bisschen was fehlt dem echt noch. Fähigkeit und Geschwindigkeit, ja, aber ein bisschen mehr Stärke können vielleicht auch da rein, dann wäre er schon noch im Grunde perfekt. So, Hector, was sagst du zu dem zum Beispiel? Och, weißt du was, das nehme ich sogar so hin. Ja, das war zu erwarten, aber wenn der keinen Schaden macht, dann nehme ich Hector als Blockade. Denn wer nicht durchkommt, kann nichts machen. Könnte sogar, wenn ich mir das so ansehe. War ich eigentlich schon in dem Haus hier drin? Gemeinschaft, sehr eng. Ja, doch, hatten wir schon. Ja, ich erinnere mich. Und wieder dahin. Jetzt kann ich sogar hier mit Rebecca stehen und schießen. Zumindest einmal. Weil jetzt wird der berittene Typ da rumkommen und dann wäre sie wieder in Gefahr. Aber an sich ist das erstmal nicht schlecht so. Elliot, du musst auch noch was machen. Stell dich schon mal bereit. Matthew, du bist mit Level 10 eigentlich erstmal stark genug. Warte, ja, du darfst von mir aus ein bisschen mitmachen. Erk. Bleib erstmal da. Gut. Gegnerischer Zug. Ich möchte ja alle etwas gleichmäßig leveln. Wow, kein Schaden. Das sehe ich auf Gegnerseite eigentlich ganz gerne. Kent könnte auch ein bisschen schneller sein. Ich müsste mal gucken, ob Sane oder Lowen zufällig schneller sind. Weil Kent ist einfach so vom Charakter bisher mein Lieblingscharakter gewesen. Nice. Aber von den Werten her ist er, glaube ich, nicht vielleicht der Beste. Ja, das war leider zu erwarten, dass das passiert. Dass ihm wieder nachkommt, aber das ist gar nicht mehr so schlimm gerade. Ich treffe sogar. So, der zweite wird jetzt vorbeikommen, schätze ich mal. Ne, er stellt sich aufs Haus. Warum das denn? Ach, was soll's. Du hast einen Stahlbogen, das sehe ich jetzt gar nicht mal so gerne, aber ist nicht so schlimm. Mit dem Eisenbogen greife ich immerhin zweimal an. So, lass mal kurz gucken. Deine Werte kennt. 11, 9, also die wichtigsten sind, sag ich mal, die obersten drei dafür erstmal. 11, 9 und 12. Wie steht's bei dir? 11, 4 und 6. Du bist aber ein paar Level tiefer.
2. Ja, gut, also Sane mag ich dann gar nicht mehr so gerne. Der ist vielleicht ein bisschen stärker, aber 977. Tja. Dann würde ich sogar behaupten, es kennt doch der Beste. Er hat zwar nicht die höchste Stärke, aber ja gut, Fähigkeit ist bei allen relativ gleich, aber ist auf jeden Fall schneller. Und hat eine hohe Verteidigung, wie ich sehe. Man kann ja jetzt nicht davon ausgehen, ja, 2 Level, dann steigt der Wert um 2. Er steigt maximal um 2, aber möglicherweise nur um 0. Ich hätte gern ein neues Waffenlevel bei dir. Einfach, damit du den Panzerspeer nutzen kannst. Ich weiß nicht warum, aber... Also warum das irgendwie nützlich sein sollte, aber es schadet ja eigentlich nicht, wenn man stärkere Waffen benutzen kann. Ist auch fast zu weit. Ja. Möchte ich nämlich notfalls später hier gegen den Typen schicken. So, lass mal kurz sehen. Eisenbogen, Stahlbogen. Ja, guck mal, Stahlbogen ist echt, dass man nur einmal angreifen darf. Also damals schien echt das Gewicht der Waffen so gesehen noch mit reinzuspielen. Das gab es später, glaube ich, nicht mehr. Also in Fire Emblem Awakening bin ich mir sicher, dass es das zum Beispiel nicht mehr gibt. Oder es ist mir noch nie aufgefallen, das wäre aber etwas seltsam. Ach komm, Rebecca, wenn du schon hier stehst, darfst du ein bisschen mithelfen. Ja, toll. Ganz toll. Mir wäre es eigentlich gerade ganz lieb, wenn ich den anderen Typ noch angreifen könnte, weil der hatte ja, glaube ich, eine Lanze und da wäre Hector doch schon im Vorteil. Oh, Entschuldigung. So, wie wär's, Hector? Der vielleicht, aber die hast du nur 18. Ach, scheiß drauf. Immerhin 18 Mal und notfalls kann ich dich ja später mit einer Stahlaxt kämpfen lassen oder so. Oder zumindest zeitweise. Halb verbraucht ist es schon fast. Bei Eliwood ja, auch bald halb verbraucht. Lin hat jetzt den Vorteil, dass es natürlich voll ist, das Manikati. Weil wir sie gratis erhalten haben. Nett. Ja gut, noch 3 Gegner. Ich denke mal, Guy soll da mitmischen. Vielleicht Eliwood, weil Hector wird den Boss platt machen müssen. Da gehe ich mal von aus. Also Guy soll da was machen. Eliwood soll da was machen. Kent vielleicht und Will. Der Rest bleibt einfach mal hier hinten. Obwohl, ihr dürft mal nachrücken. Ihr dürft ja mal nachrücken. So. Oh, du kommst sogar ran. Verdammt, da habe ich nicht aufgepasst. Gut, das ist jetzt nicht schlimm, aber... Das ist Schaden, den man hätte vermeiden können. Du hast demnach Speere. Nur den Langspeer, okay. 12 Damage. Ein zweites Mal trifft er vermutlich nicht. 8 Damage. Oder tot. Nehmen wir den Tod. Und zack. Sehr schön. Ja. Vielleicht kann Eliwood noch den Magier töten. Aber erstmal möchte ich jetzt gleich eine Sache ausprobieren. Also bevor ich den Boss fertig mache, möchte ich noch eine Sache ausprobieren. Also das war, da war ich hier. Das Haus muss ich auf jeden Fall noch besuchen. Seid ihr einer von Eliwoods Soldaten? Euer Auftreten führt zu dieser Annahme. Die Dörfler sagen, ihr könntet einen Gegner mit in einem Wimpernschlag besiegen. Wenn ich älter bin, werde auch ich so flink sein. Wartet nur ab. Ja, also flink im Sinne von schnell ist, glaube ich, nur Guy bei uns. 15, ja, wobei doch hier Kent hat er auch 12, okay. Und Florina müsste eigentlich 15. Ja gut, 3 schnelle Einheiten haben wir, der Rest geht ja nicht so. Na doch, 14. Hast du zu bei 10? Na, es geht's. Wir sind mäßig schnell. Ich glaube, Lin kann sogar noch mit Eliwood reden, fällt mir gerade ein. Das müsste ich mal ausprobieren. Wieso kommt von da nach... Oh, das ist jetzt... Das ist jetzt ganz ungünstig. Hatte ich also doch recht, von oben kommt Nachschub. Ich war mir nicht sicher. Ich dachte jetzt irgendwie, nee, da kommt dann wahrscheinlich nichts. Aber, verdammt. Gut, Batre, Dorcas, Erk. Zum Schutz des Zeltes. Die haben nur Lanzen, nehme ich mal an.
Eisen und Eisen, wunderbar. Also hier werde ich jetzt hier einfach gleich eine Mauer bauen oder so und dann können die dagegen anrennen, wenn sie wollen. Über den Berg kommen sie ja nicht, das ist der Vorteil. Ja. Eliwood. Stelle ich Eliwood gleich auf eine Festung und lasse ihn erstmal ankommen. So. Dahin. Und du, verdammt, sag ich nicht. Du musst weiter nach oben. Ja, das war leider zu erwarten, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Weil das passt schon irgendwie. Hey. Könntet ihr aufhören, Lowen hier so anzugreifen? Ihr macht nämlich noch mehr von denen. Oh, das ist jetzt ganz blöd. Warte mal. Das klappt doch bestimmt, genau. So. Ich habe einen Plan. Ob er gut ist, wird sich zeigen. Jetzt kann er nämlich da auf Trans gehen. Nimmt sich mal ein Heilmittel. Was er auch so gleich mal benutzen sollte. Wir wollen ja nicht, dass Lowen stirbt. Dann stellt sich Dorcas da hin und greift mit der Eisenaxt an. Kabums. Sehr schön. Jetzt kommen die Gegner immer noch nicht ran an unser Zelt. Und ich habe mir somit etwas Zeit gekauft. Hoffentlich geht das für Batre gut aus. Naja. Eliwood, du stürmst jetzt mal hier hin und nimmst bitte das Stahlschwert wieder. Ja. Und Will stellt sich mal dahin. Lin, du musst dringend ein Stückchen weiter vorrücken. Ich glaube, du kannst mit Eliwood reden, das möchte ich doch mal ausprobieren. Der Rest rückt mal so ein paar kleine Schrittchen vor. Und ich habe gerade gesehen, ich kann noch Erfahrungspunkte abstauben. So, mal gucken, was passiert. Ja, oh gut, sie greifen Dorcas an. Das sehe ich gerne, weil der hält das locker aus. Das tut weh. Nachteil ist, dass Dorcas jetzt hier wieder Erfahrungspunkte kriegt, die er eigentlich gar nicht kriegen soll. Weil Dorcas ist bereits auf Level 10, ich würde ihn gerne jetzt ein bisschen zurückhalten. Vielleicht sogar in einer der nächsten Missionen einfach gar nicht mitnehmen. Ja, das war zu erwarten. Leider ist er jetzt auf die Festung gegangen. Damit hätte ich auch rechnen können. Und ich sehe gerade, der macht viel zu viel Schaden. Noch mehr Gegner. Junge, übertreib. Ja, machen wir so. Kavems. Ach, wisst ihr was? Jetzt mache ich es doch ganz einfach. Du suchen? Achso, hatte ich ja schon. Du rüstest wieder einen Langspeer aus und dann können wir jetzt hier jeweils zwei pro Feld. Ja, so geht das. Da unten ist nichts mehr. Ich würde mal interessieren, ob du mit Hector sprechen kannst. Kannst du? Das wusste ich jetzt nämlich nicht. Seid auch ihr ein Verbündeter? Nein, ich werde dich jetzt töten. Okay. Tja, so scheint es wohl. In diesem Fall muss ich euch etwas mitteilen. Wir sind gerade sehr beschäftigt. Bitte sprecht mich später darauf an. Was? Wartet, so wartet doch. Ja. Die wundervolle Unhöflichkeit von ihm, Hector, danke. So, Eliwood. Wie sieht's denn da aus? 63 mit Rapier 83.
Das gefällt mir eigentlich gar nicht so gut, was da gerade so passiert. Ja? Achso. Hast du noch ein Heilmittel? Ja, pass auf, dann verwendest du jetzt erstmal ein Heilmittel und wir warten noch eine Runde ab. Oh Mann. Was da unten passiert, ist mir gerade relativ egal. Schon wieder ein Crit Dorcas, wow. was da unten passiert, ist mir gerade relativ egal, weil so viel wird da nicht passieren. Außer, dass Dorcas levelt. Und noch mehr Stärke. Yay. Und du kommst sogar an Erk ran. Das sehe ich gar nicht mal so gerne. Aber ich glaube, das könnte eine Fehlentscheidung gewesen sein. Und du greifst tatsächlich Will. Oh, wow, 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 wow. Halt dich zurück, Junge. Alter. Shit. Wie viel Schaden? 12 bedeutet 8 Schaden muss ich machen. Schaffe ich. Direkt mit Pflege reinballern. Leide. Dämlicher. Schütze. Ja, nee, Magier. Der Magier soll leiden. Und ich habe überzogen, sehe ich gerade. Ach, was soll's. Komm, der stirbt noch. So, wunderbar. Das lief doch schon einigermaßen geplant. Lin, schaffst du es noch mit Elliot? Ach, Donner, halt ich hier so, das ist gut. Schaffst du es noch mit Elliot zu reden? Ja, reden. Oder kannst du eigentlich nochmal mit Hector reden? Nein. Dann mit Elliot. Lindes. Elliot, ihr habt es geschafft. Florina sagte uns, wo wir euch finden können. Wir sind gekommen, um euch zu helfen. Ich danke euch. Ja, schön. Kurz und knackig. Die Typen da oben werden jetzt eiskalt ignoriert. Und das nächste Mal werden wir dann den Typen hier wahrscheinlich schon platt machen. Also werden wir. Und naja, ich hoffe jetzt einfach, hier oben kommt nicht mehr so viel Nachschub, weil Dorcas levelt zu sehr. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.